So, wir wollen mal weitermachen mit Sneaky Sneaky, Let's Play or Die oder möglichst Not Die. Ich gehe nochmal in den Shop und muss mal gucken. Genau, ich habe einen von diesen Dingern verbraten. 150 schmerzt natürlich immer schon relativ viel, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Oh, was war das nochmal? Ich weiß schon gar nicht mehr, was der Unterschied zwischen den Potions war. Adds a Sleep Effect. Ach so, die habe ich noch nie benutzt. Krass. Vielleicht sollte ich die auch mal probieren, ne? Diese Schlafpfeile. Ich glaube, das mache ich als nächstes Mal. Wollen wir das mal machen? Oh, ist auch ein schönes. Dieses Höhlenambiente sieht auch immer sehr schön aus, oder? Uah, hier war ja wieder diese blöden Sandlevel. Ekelig sind die. Wollen wir mal unser Glück probieren? So, er kommt raus. Er müsste jetzt genau hier hinlatschen. Alle beide latschen hin. Das ist immer gefährlich. Oh, jetzt bin ich detected. Das macht immer keinen Spaß. Kann man nicht irgendwie hier den Trank nutzen, damit ich dran bin? War da nicht irgendwas? Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Dass er auf einmal wegklatscht. Wieso darf ich hier denn nicht weitergehen? Was ist denn hier kaputt? Guck mal, ich darf hier nicht lang. Wieso? Ist das ein Bug? Achso, ich glaube, habe ich irgendwas Falsches geklickt? Ey, was klappt denn hier gerade nicht? Egal. Aber irgendwas ist hier falsch. Guck mal, der Feind durfte nicht da lang und ich darf da nicht lang. Wir sehen, denken mal, es ist ein Bug im Spiel. Liebe Spielentwickler, ihr habt da, glaube ich, ein kleines Fehlerchen gemacht. Ist aber nicht schlimm. Ich bin euch sehr dankbar, weil sonst hätte ich Energie verloren und so. Habe ich perfekt hier gemacht, weißt du? Wir holen mal wieder Pfeile. Das kann nie schaden. Arrows sind sehr nützlich. Wie bin ich hier eigentlich reingekommen? Hier ist ja nicht mal eine Tür. Ja? Man weiß es nicht. Okay, das Level-Design ist ziemlich schlauchig. Das ist gut. Das heißt, wir können nicht falsch gehen. Ich wette, irgendwann kommen auch noch Bomben. Wollen wir wetten, dass irgendwann noch Bomben kommen? Das würde doch passen, oder? Okay, wollen wir mal schnell uns verstecken hier, solange er noch nicht guckt. Komm her, Junge. Komm, wir locken ihn mal ein bisschen an hier. Wenn ich schnell genug bin, macht es ja nichts. Ja, gefunden und Sneak Bam. Ich glaube, die Taktik werde ich jetzt mal längerfristig anwenden hier, oder? Das ist doch eine ganz gute Taktik. Mal gucken, ob es noch eine Möglichkeit gibt, diese wunderschöne Taktik anzuwenden. Gar kein Feind hier? Ach, ich muss schon wieder hier mein Felsen kaputt machen, ha? Im Moment sieht es mir gerade wie eine Falle aus. Ob der Rubin kaputt geht, wenn man ihn... Geht der Rubin kaputt, wenn ich dagegen schieße? Wir probieren es mal aus. Das sieht mir gerade aus, wie ich soll hier was draus lernen aus der Situation. Okay, ne, ging nicht kaputt. Alles gut. Hab nur einen von diesen Dingern verbraten, von den... Hier, was ist das denn? Vorschlaghammer oder was? Was soll das denn überhaupt darstellen? Ich habe keine Ahnung. Komm, wir machen gleich wieder die gleiche Strategie. Ich lege mal wieder so einen schönen Köder aus. Und wenn er den sieht, dann adios, amigos. Komm schon, ein bisschen näher. Über den Sand gehen darf er doch, ne? Er geht ja da drüber. Oh, da im Sand ist bestimmt wieder so eine gemeine Schlange drin. Wie stellen die sich das gerade vor? Wie soll man damit umgehen? Ach, wisst ihr was? Das dauert mir zu lang. Ich mach's anders. Ich sneake mich hier rein. Jetzt kommt er natürlich hier lang. Ist klar. Oh. So, hier, den sieht er bestimmt gleich, oder? Natürlich nicht. Komm. Ja, dankeschön. Und bam. Es funktioniert einfach. Fantastisch. Okay, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich könnte die Schlange natürlich einfach auch Schlange sein lassen. Soll ich sie einfach da lassen? Ja, komm, lassen wir das Ding liegen. Die stört ja nicht. Wir gehen einfach mal dezent weiter. Oh, I'm rich. Ich habe meine 5000. Ich kann mir meine Pfeile kaufen. Cool. Pass mal auf. Achtung. Jetzt kommt der ja hierher, soweit ich weiß. Ich kann auch erstmal einen hier auslegen. Und sneak. Gott. Oh, jetzt habe ich wieder... Ah, stimmt. Das funktioniert. Wenn die darauf reinfallen, auf das Fleisch. Ich habe jetzt dafür ein Achievement gekriegt. Cool. Dann
finde ich, das Konzept funktioniert ganz gut, oder? Dann haben wir das gelernt. Und das Schöne ist, wenn man schnell ist, dann verliert man auch keins von den Stücken. Weil die nämlich, weil die gar nicht zum Essen kommen. Achtung, ich mach's wieder. Tschack. Oh, was? Wieso? Was? Hä? Hä? Wieso? Hä? Ich versteh's nicht. Wieso konnte ich ihn jetzt nicht... Wieso? Ich hab doch gerade Sneak Attack gemacht. Wieso hat das nicht geklappt? Leute, erklärt mir manchmal, wieso manchmal etwas falsch ist. Das kann ich nicht verstehen. Da bin ich zu doof zu. So, komm, explodiere, du Hund. Ach, natürlich nicht. Weil ich natürlich nicht richtig geknipst habe. Weißt du was? Ich schnappe mir das und latsche jetzt ins nächste Gebüsch. Da kann er mich nicht sehen. Und dann soll er halt herkommen. Der alte Hund. So. Genau. Jetzt geht's wieder normal weiter. Jetzt kann ich das wieder hinlegen und probiere einfach nochmal. Was lief da denn gerade schief eigentlich? Oh, aber ein bisschen Energie hat er verloren. Das ist schön. Ich verstehe es nicht. Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht, ja? Es ist zwar alles relativ einfach und klar und deutlich, aber manchmal funktioniert es nicht so, wie es soll. Ja, jetzt kommt er her, das ist klar. Komm, Sneak. Sneak. Was ist... Warum klappt es nicht? Was habe ich hier falsch gemacht? Erklärt es mir. Und ich habe nicht mal mehr einen Pfeil. Ich muss ihn also jetzt so killen. Ach man, das ist ja echt strange manchmal. Da wünschte ich mir manchmal echt eine bessere Erklärung. Ach, ich habe ja schon alle Rubine. Krass, so schnell ging das. Ach, das war schon das Ende vom Level. Okay. Das war's. Da bin ich jetzt schon ein bisschen überrascht. Ich muss gerade mal hier, warte mal. Okay, 3 Sterne. Also der Level, der ging, oder? Aber ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Gerade bin echt ein bisschen irritiert, warum diese Sneak Attacks gerade nicht geklappt haben. Sonst hat es immer geklappt. Gut, Health kann man immer gebrauchen. Okay, jetzt habe ich 5 Herzen. Cool, cool, cool. Und jetzt habe ich den Canyon, den Cursed Canyon geschafft. Und jetzt kommt das Summer Kingdom. Und das scheint der letzte Level zu sein, ne? Okay. Letzter Level. Letzte Welt, ne? Und die letzte Welt schauen wir uns an. In der nächsten Folge. Adios.